Ein Sturm zieht auf. Krieg liegt in der Luft. Der kaiserliche Thron ist verwaist. Und drei große Allianzen kämpfen um ihn. Das Böse erwacht. Ein lange verbannter Feind regt sich. Die Mächte, die nach Tamriels Zerstörung trachten, suchen jene, die ihren dunklen Plan gefährden. Und so greift der lange Arm des Todes um sich. Wir schreiben das 582. Jahr der zweiten Ära. Die Trommeln des Krieges dröhnen. Hier beginnt unsere Reise. Und willkommen zu einem neuen Projekt, und zwar diesmal Elder Scrolls Online. Ich habe mich entschieden, hier mal noch nebenbei ein bisschen was zu machen. Allerdings wird das wohl nicht in festen Abständen kommen, sondern immer mal dann, wenn Zeit ist. So, wie ihr seht, ich habe mir schon mal einen Account angelegt. Ich habe mich hier für das Volk der Argonia entschieden. Mit Ebenherzpakt, einfach weil andere Leute, die ich kenne, auch in dieser Allianz mit sind. So, und wie ihr seht, ich habe auch schon ein bisschen gespielt, habe das Tutorial schon mal abgeschlossen und jetzt würde ich ins richtige Spiel starten. So, und da wären wir auch schon. Hoppala. Ach. Nämlich den Weg, den jeder nimmt. Hey, beim letzten Mal ging das noch. Okay, dann nehmen wir doch den Weg, den jeder nimmt. Oder wir nehmen Anlauf. Gut. Noch ein Argonia, okay. Die gute Dame hat uns schon mal eine Quest gegeben, war aber auch nicht viel zu machen. Nur eine von ihren Wachen, was weiß ich, finden. Mal sehen. Ich dachte, Tilrani wäre einfach nur etwas paranoid. Aber heute denke ich, sie hat recht. Wir müssen die Zivilisten vorbereiten. Schade, dann gibt es keine für die Quest. Okay, dann suchen wir jetzt einfach mal Vermisste im Ödfels. Ich warte gerade bei der... Niemand wird zurückgelassen.
Hier drin ist er nochmal. Okay. Ich bereite das Dorf auf die Evakuierung vor. Findet so viele Dorfbewohner, wie ihr könnt, und schickt sie hierher. Okay. Ich danke euch. Seid vorsichtig da drin. Gut, weiter geht's. Oder? Bin das vermisste Einheimische? Ja, wie soll ich das denn sagen? Mann, Rana. Du bist sicher. Du bist Rana. Ich bereite das Dorf auf die Evakuierung vor. Findet so viele... Seid ihr sicher? Diejenigen, die wir nicht gefunden haben, werden hier zurückbleiben. Ich danke euch. Seid... Ich muss doch irgendwo einen Hinweis geben, wo ich die finde. Spinner. Bei Shaws Knochen. Wenn man schon ein Verbrechen begeht, warum dann kein großes? Oder? Fühlt ihr euch besser? Das nennt ihr kalt? In Himmelsrand ist das gutes Wetter. Es stirbt nicht einmal. Kommt mal mitten im Winter her, dann ist es so kalt, dass euch die Nasenhaare gefrieren. Okay. Ja, Telrani und ich. Wir haben das Haus selbst gebaut. Brett für Brett. Als ich hierher kam, hätte ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht vorstellen können, das Bett mit meiner Kommandantin zu teilen. Geschweige denn, dass sie mich genug mag, um mit mir Maras Schwüre einzugehen. Okay. Du sagst mir also nichts Sinnvolles. Was bist du? Danke für eure Hilfe. Es war, als hätte mich Sheogorath berührt. Gut, also die Dame Mola hat uns gebeten, ihre drei Freunde rennt, läuft in die Wildnis und irgendwer was noch. Ich glaube, diese hier von dem Zauber zu befreien. Schlammkrabben. Köstliche Kreaturen. Schmecken lassen. Natürlich. Die Dunkelelfen und die Nordrümpfen die Nase. So bleibt eben mehr für mich übrig. Das Herumrennen auf nassem Schiffsboden ist sowieso nichts für mich. Wegen meiner fehlenden Zehen. Nein, aber ich lasse die Elfen in dem Glauben. Als ich noch jung war, segelte ich auf einem seriösen Handelsschiff der Khajiit. Als wir von den Dunkelelfen erwischt wurden, schnitten sie mir wegen Diebstahls die Zehen ab. Keine Ahnung, ob ich das richtig mache.
Scheint so. Wo ich die Axt habe, weiß ich auch nicht. Wichtig? Ich hoffe. Mein Mann Gailund ging gestern Morgen fischen. Er kam nicht zurück. Ich habe heute Morgen mit unserem Hund nach ihm gesucht. Und jetzt ist er auch weg. Nein, ganz und gar nicht. Ich habe Rexus zuletzt an unserer Sägemühle gesehen, gleich nördlich von hier. Nehmt diese Pfeife mit und benutzt sie dort. Ich warte hier, falls er nach Hause kommt. Okay. Nördlich, nördlich, da ist Norden. Okay, ignoriert uns. Was ist das hier? Sieht zumindest wichtig aus, nimm mal mit. Sei Dank. Mein Boot ist in einem Sturm vor der Küste gesunken. Es war unnatürlich. Ich sah Farben, die ich nie zuvor gesehen hatte. Ich trieb stundenlang auf einer Planke. Gebt mir nur einen Augenblick und ich gehe zurück nach Hause. Ich stütze mich auf Rexus, wenn ich nicht mehr kann. Halmera ist sicher schon krank vor Sorge. Ich danke euch. Wegstecken. Geht bestimmt irgendwie. Auch noch was? Unsere Familie ist wieder vereint. Ich kann euch... Leider nein. Darf ich bestimmt nicht rein, oder? Auf euch hat ein Kopfgeld ausgeschrieben. Nö.
Ein Stein. Es gibt immer noch mehr zu erledigen. Schade. Eigentlich kann ich mir hier, wie es aussieht, keins holen. Verzeiht, aber ich habe viel zu tun. Es geht nicht um die Schweine. Ich liebe diese Schweine. Sie sind wie schmuddelige Kinder. Ich meine all die zusätzliche Arbeit, die ich hier zu erledigen habe. Und wofür? Seht euch doch mal um. Hier wächst nichts. Das frage ich mich jede Nacht, wenn ich im Bett liege. Das Leben in Windhelm oder Riften muss besser sein. Nur noch ein paar Ernten, dann gehe ich weg. Vater kann ja einen Helfer einstellen. Mhm. Hier gibt's auch keine Reittiere. Tote Wölfe. Okay, und wo bekomme ich jetzt Vorräte? Ach hier. Gold hat er nicht dabei. Wo habe ich die Fackel her? Da ist eine Frage, wo denn? Aha. Ihr seid keiner der Banditen. Helft mir! Sie haben mich im Wald erwischt. Wir haben Feuerholz gesammelt. Bei Shaws Knochen. Danke. Ich würde am liebsten jeden einzelnen dieser Banditen töten, aber ich bin kein... Ah, wir beenden das mal. Ist bestimmt auch nützlich. Irgendwann. Was bist du für eine? Etwas muss mit diesen Untoten geschehen. Die Toten wandeln am Himmelsschleier.
Aus dem Schrein strömt eine dunkle Kraft hervor, doch seine Tür ist verschlossen. In den Geschichten der Skalden hat jeder Drachenschrein einen Priester. Wenn wir mit dem Priester vom Himmelsschleier sprechen könnten, könnte er uns sagen, wie... So Shorville, ja. Ich habe einen Beutel Weihrauch als Opfergabe mitgebracht. Die Knochenmänner haben mich erwischt, bevor ich das Ritual durchführen konnte. Vielleicht habt ihr mehr Glück. Was sagt ihr dazu? Kann man machen. Ich hoffe, ihr habt mehr Glück an dem Schrein, als ich es hatte. Gebt auf euch Acht. Dieses Hügelgrab existiert schon seit Ewigkeiten. Ein paar Leute... Gut, ich glaube. Vermisste? Hier mehr. Ach so, reden muss man bestimmt mit ihm. Abschaum! Ihr wagt es, mich herbeizurufen? Klar. Habt ihr überhaupt eine Vorstellung davon, über wie viel Macht ich einst verfügte? Warum sollte ich euch bei irgendetwas behilflich sein? Weil du es kannst. Ja, ich kann es wahrnehmen. Irgendein Wurm hat diesen Ort geschändet. Ihr seid nun mein fleischgewordener Wille, Sterblicher. Betretet das Hügelgrab und tötet diesen Wurm. Das wisst ihr nicht? Es gab Zeiten, da kannte jeder das Ritual. Drei Runensteine öffnen die Tür. Sie werden an den vorgesehenen Positionen um den Schrein herum aufgestellt. Findet sie und platziert sie auf ihren Sockeln vor der Tür. Dann wird euch Zutritt gewährt. Habe ich die Runensteine vielleicht schon? Hoppala. Auch was, das würden sie was bringen. Ist ja eigentlich ein Limit? Ja, schade, gibt's. Runensteine Schlange sieht aus, als wäre nah. Oh,
drüben noch. Okay. Fehlt noch einer. Adler und... Was ist das? Hatte ich den jetzt schon? Glaube ich hier. Was war denn das jetzt? Hole ich mir jetzt hier Steine oder platziere ich Steine? Okay, ich habe sie besorgt, die Steine.
würde ich zufällig noch einmal mitmachen, oder? Hoppala, die sind aber stark. Mich tut, die Mission ist mir noch zu groß. Machen wir erstmal die andere weiter. Todesklaue. Will ich das herausfinden? Okay, war sicherlich wieder so eine Mission, die ich noch nicht begonnen habe. Wieder. Richtig? Verflucht sei Todes. Versuchen wir es nochmal. Verflucht sei Todesklaue. Sie hat einfach meinen Fuß gefressen. Ich musste meinen Stiefel und etwas Leder als Druckverband benutzen. Verdammt. Ich habe die Bestie wochenlang verfolgt. Ich nenne sie Todesklaue. Ich habe sie endlich Das nenne ich einen Plan. Folgt der Spur, die ich bei meiner Flucht... Ich jage schon mein ganzes Leben lang. Gut, habe ich schon gemacht. Kriege ich jetzt gleich meine Belohnung? Folgt der Spur, die ich bei meiner Flucht hinterlassen habe. Ihr werdet das Versteck der Bestie an den Knochen, dem Blut und dem Gestank erkennen. Ach Mann.
Mehr Gold. Ich werde bald ins Dorf zurückkehren müssen. Ein Jäger mit dem Herzen von Iskramor. Hier ist... Dafür, dass du keinen Fuß mehr hast, bist du ganz schön gut gelaufen. Ist gerade ein wenig ziellos. Gut, ich denke, das reicht auch für den ersten Teil. Bis zum nächsten Mal. Mal sehen, ob wir es dann schaffen, dass ich mal noch ein paar andere Leute mitfinde. Tschüss.